Die Martha-Dörfer zwischen Innsbruck und Hall sind in der Faschingszeit Hochburg der traditionellen Umzüge. Jedes Jahr präsentiert ein Dorf vor tausenden Zusehern Einblicke auf Altbekanntes, gepaart mit Lustigem aus der Neuzeit. Diesmal wurde in Tauer zum Tanz geladen. Landeshauptmann Günter Platter, Landeshauptmann-Stellvertreter Toni Steixner und Tauers Bürgermeister Konrad Giener durften gleich zu Beginn das Tanzbein schwingen und der Musik den Takt vorgeben. Dann folgten 20 verschiedene Gruppen mit rund 800 Darstellern. Besonders die traditionellen Fasnachtsfiguren sind bei den Zusehern beliebt und da zählen Jungmuller wohl zu den beliebtesten Motiven. Voller Begeisterung und mit vollem Einsatz sind auch schon die Kleinsten bei der Umsetzung der ursprünglichen Figuren aktiv. Dann sorgen Hexen, Zottler, Melcher, Zackerler, Klötzler, Spiegelduchser und Bären für Begeisterung. Ob zerzauste Haare, ein kräftiger Klopfer auf die Schulter als Fruchtbarkeitszeichen, anschmiegsame Bären oder ein Schluck aus der Schnapsflasche. Die zahlreichen Zuseher werden in das Faschingstreiben voll mit einbezogen. Dank der Satellitenausstrahlung von Tirol TV dürfte das Programm auch im Orient seine Bekanntheit haben. Anders ist wohl der Annäherungsversuch der Bauchtänzerin an den Tirol TV-Chefredakteur nur schwer erklärbar. Für die Organisatoren rund um Josef Posch spielen auch die zahlreichen Faschingswägen eine große Rolle. Ob Altweibermühle, Tanzvorführungen oder einen kleinen Seitenhieb auf die heimische Politik. Gelacht und geklatscht wurde auf alle Fälle. Nur Petrus zeigt sich gegenüber den Taurern nicht ganz von seiner besten Seite, aber ein toller Nachmittag war der Umzug auf alle Fälle.